Glück auf, ihr Lieben, und willkommen zu einer Runde Far Cry 6. Wir haben beim letzten Mal die Medikamente zu den Rentnern gebracht. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir gleich zwei Main-Quests offen, die wir machen können. Einmal eine Quest für El Tigre und einmal eine Quest für, ja, ich weiß gerade nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Super, ich weiß. Ich tendiere zu El Tigre. Diese medizinischen Vorräte helfen uns, viele von der Guerilla wieder zusammenzuflicken. Gracias. Lucky weiß sie auch zu schätzen, selbst wenn sie es nicht zeigt. Und es war klug, La Moral mitzubringen. Dieses Lager braucht frisches Blut. Jetzt müssen wir an Lorenzo arbeiten. Die Hälfte der Abuelos hier hängt an seinen Lippen. Conron meinte, Lorenzo müsste nur mal eine Bio-Wiederanlage besuchen. Aber bring Lorenzo mal dazu, irgendwas zu tun. Das ist wie ein Laster durch den Schlamm zu ziehen. Seitwärts. Ich werde ihn ein bisschen daran erinnern, wofür wir mal gestanden haben. Und du bringst Bio wieder zu ihm. Du musst nur reinschleichen, Fotos von allem machen, was verdächtig ist, und abhauen. Für eine sogenannte Forschungseinrichtung haben die viel zu viele Waffen pro Laborkittel. Die haben was zu verbergen, Bebe Tigre. Und wir werden es Lorenzo ins Gesicht klatschen, was es auch ist. Okay. Klingt nach einem Plan. Ich hoffe, du kannst mit Kameras umgehen. Was sagt ihr Kids heutzutage? Kein Filter? Ja. Wir Kids. Ich fühle mich auch sehr angesprochen. Ja, ich würde ja rüberfliegen, aber da ist ja auch noch die Flughafenlage auf dem Weg. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir ja irgendwo hier runterkommen. Ich weiß nicht, wie weit, so weit ist ja die Range gar nicht, ne? Das war so ein bisschen, ja, dass wir halt nicht den ganzen Berghang jetzt aber abklettern müssen. Oh Gott. Ja. Ja, wir kriegen das hin. Ja, die schießen uns ja nicht sofort ab, ne? Wir fliegen mal dahin, so. Grob. So, Helipad. Das müsste irgendwo hier in die Richtung sein, ne? Oh, was ist denn hier alles noch? Oh, hier gibt es ja richtig viele Sachen. Warte mal, das ist hier Multiplayer, ne? Wenn du diesen Inhalt besitzt, kannst du jemanden zum kostenlosen Spielen einladen. Okay. Steine sollten dir helfen, dich zu entspannen. Steine entspannen? Da bin ich dabei. Schön, ein neues Gesicht am Tisch zu haben. Keine Sorge, du hast den Dreh sicher ganz schnell raus. Okay. Domino. Domino ist ein rundenbasiertes Spiel, in dem die Mitspielenden ihre eigenen Domino-Kette verlängern müssen, indem sie passende Punkte aneinander legen. Hat jemand keine Steine mehr, die zu den verfügbaren Punkten passen, muss er oder sie die Runde aussetzen. Das Spiel endet, wenn keine weiteren Steine mehr auf das Brett gelegt werden können. Die Person mit dem niedrigsten Wert auf der Hand gewinnt das Spiel. Okay. Boah, ich habe gar keine Ahnung von Domino. Wir probieren das einfach mal. Gib dein Bestes. Ja, ich versuch's. Ich habe schon in diesem Spiel gewonnen, als die letzte Revolution gerade anfing. Oh, die hämmern hier so doll. Okay, da kann ich den Dreier anlegen oder da den Zweier. Da wir ja hohe Werte verlieren müssen, machen wir jetzt mal das Ding hier. Nimm das! Okay. Hohe Werte. Das ist der höchste. Wir setzen den. Streng dich an. Der haut die immer so drauf. Der haut die immer so drauf. Den hier, würde ich sagen. Nochmal die gleichen verschiedenen Handbewegungen. Wie gefällt dir das? Oh, da kann jemand nicht setzen. Doch. Ja, dann setzen wir das Steinchen mal. Wie gefällt dir das? Boah, Leute, ey, warum hämmert ihr so?
Wie findest du das? Gib dir doch mal Mühe. Das Spiel ist mir irgendwie zu aggressiv. Es ist doch nur Domino. Pass auf, jetzt. Ich kann nicht. Ich passe. Ich muss passen. Du kannst keine gültigen Züge ausführen. Zug überspringen. Ich kann nicht. Was soll ich sagen? Ich bin eine Gewinnerin. Mierda. Gut gespielt. Tja. Aber wir werden jetzt auch nicht... wir waren so schlecht oder gut wie Jorge. Naja, gut. Das brauche ich nicht nochmal. War jetzt nicht so... nicht so aufregend. Was haben wir denn hier noch so... Da unten ist die Handwerkshütte. Das ist das Ding, um hier generell die Erweiterungen auch einzurichten, oder? Ja, dann können wir dann auch wieder hier so Dinger bauen. Ach, guck mal, das hier hat auch ein Häkchen. Und das ist das, was ich meinte mit diesen Laptops. Kundschaft mit den Aufklärungslaptops. Die haben wir ja schon. Wir können uns jetzt aber sozusagen noch für was anderes entscheiden. Aber deswegen denke ich auch, dass die irgendwie übergreifend funktionieren. Ja. Junger Mensch, der mir hilft. Können die doch nicht machen, das ist nicht fair. Hier ist wieder so ein Spezialitätenhändler. Ist, glaube ich, auch die gleiche. Und da liegt noch ein Zettel. Ich will den Zettel lesen. Nachricht in sauberer Handschrift. Ich war in dem Dorf, weißt du, wo das mit all den alten... Das mit den alten Hasen? Ich liebe es, ihnen Sachen zu liefern und ihre Geschichten von der alten Revolution zu hören. Als ich letztes Mal dort war, war das Dorf leer. Sie waren weg. Alle. Ich glaube, sie haben Sachen dagelassen, also absichtlich. Aber ich konnte noch nicht herausfinden, wie ich da dran komme. Ich fahre nach meiner letzten Lieferung morgen nochmal hin und versuche es wieder. Santiago. Okay. Ja, eine Schatzsuche haben wir aufgedeckt damit. So. Warnung. Ich wusste, dass du zurückkommst. Alles klar, das ist der Sondereinsatzmensch. Aber weil wir immer noch offline sind, weil ich eine faule Socke bin, die keinen Bock auf Updates hat. Ah, ja, genau. Und die Bandidos. Da müsste ja jetzt auch mal was abgeschlossen sein, ne? Ja, das haben wir vor 300 Folgen mal angefangen. Das war dieses 4-Stunden-Ding. Also, Absetzung einer Despotin. Erstens Aktivismus vor Ort herausfinden, wo diese Politikerin ihre iranische Unterstützung herbekommt und wie sie ihre Botschaft vermittelt. Was sollen wir machen? Recherche, Befragung, falsche Spende. Okay, hier kriegen wir 10% mehr Belohnung. Hier kriegen wir robuste Dichtung. Hier kriegen wir eine extra Belohnung. Das kostet uns Leute, das kostet uns Medis. Dann machen wir das hier. Eine großartige Nachricht. Einige Stadtbewohner haben die Werbung dieser Politikerin im staatlichen Radio von Jahren gehört. Es muss eine finanzielle Verbindung geben. Okay. Die Politik auf dieser Insel ist traditionell käuflich. Es ist an der Zeit, die Spendenaktion dieser ausländischen Politikerin ein Ende zu setzen. Und zwar mit Stil. Auf sie mit Gebrüll 60% Erfolg. Treffen verlagen 70% Erfolg. Drohungen per Telefon 60% Erfolg. Also das Treffen kostet uns 1000 Pesos. Das sehe ich jetzt schon mal nicht ein. Das hier kostet uns bis zu 10 Menschenleben. Dann machen wir Drohung per Telefon. Oh Gott. Mach eine gefälschte Bombendrohung und nehmt die Politikerin gefangen, während sie zu ihrer Autokolonne flüchtet. Das klingt nach einem... Ich sehe gar nicht, wie das schiefgehen könnte. Leichte Beute. Die Bombendrohung hat für Chaos gesorgt und die Wachen der Politikerin abgelenkt. Wir brauchten nicht einen einzigen Schuss abzufeuern, um sie gefangen zu nehmen. Okay. Es wird Zeit, günstige Bedingungen für Libertad auszuhandeln. Wie lässt sich am einfachsten sicherstellen, dass sich die Politikerin vom Castillo-Regime distanziert? Okay, alle Sachen haben das Scheitern der Mission zur Folge. Das hier hat 50% Erfolgschance. Das hat 70%. Wir nehmen das mit 80%, oder? Eine Kugel. Einfach und billig. Diese Politikerin schadet Yara und was. Wer weiß, was sie ihrem eigenen Volk angetan hat. Tut der Welt einen Gefallen. Oh Gott, nein! Nein, wir töten die jetzt doch nicht einfach. Das ist mir ein bisschen zu kaltblütig. Politische Drohung. Sagt der Politikerin, was natürlich rein spekulativ mir mit ihr passiert, wenn sie jemals nach Yara zurückkehrt. Geht ruhig in jedes schmutzige Detail. Ja, wir versuchen sie mal wegzudrohen. Ja. Nachdem sie aufgehört hat zu weinen, versprach sie, dass sie nie wieder einen Aufruf des Regimes entgegennehmen würde. Wir haben das Problem gewaltfrei gelöst und konnten mal wieder unsere erzählerischen Qualitäten unter Beweis stellen. Super. Und es gibt sogar noch eine extra Belohnung. Ja. Hätte schlimmer sein können. Wir haben unsere Tyrannin in Ausbildung dazu gebracht, ihren Ton zu ändern. Ein Punkt für Libertad an der Nachrichtenfront. Gut, Belohnung abholen.
Okay, hier, wir nehmen das mit den 1000 Pesos, oder? Wir wollen ja mal ein bisschen Geld machen. Ja, wahrer iranischer Einfluss. Gut, wir haben ja nur einen Heini. Wir müssen echt mal gucken, dass wir noch an andere Heinis kommen. Damit hätten wir das schon mal abgehakt. Ich suche nur noch das Helipad. Wir werden es schon finden. Denke ich. Mal, es sollte ja hier in der Nähe von dem Handwerksding sein, ne? Vielleicht dahinter. Ich will es nicht auf der Karte markieren. Das muss ich doch auch mal so schaffen können. Ja, da ist es. Ach, guck mal, da ist auch noch eine andere Sternchenmission. Das ist wahrscheinlich die mit der, ja, mit der Frau von La Moral. Aber wir rufen jetzt erstmal einen Helikopter. Nee, nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich muss hier erstmal wieder klauen. Wir haben ja eine Mission. Wir wollen ja eine Bio-Wiederanlage besuchen. Das klingt einfach herrlich ungesund. Auf geht's. Vielleicht kriege ich es ja auch hin, unterm Radar zu fliegen. Ich weiß, ihr glaubt nicht dran. Ich glaube nicht dran. Aber wer weiß, vielleicht überrasche ich ja. Wahrscheinlich nicht. So, wir sind gleich in der Zone. Ah, die ist auch auf der Karte markiert. Perfekt, aber wir landen ja jetzt hier direkt. Oh, wie ist das? Ja. Ja, ja. Ich lande. So. Das lief doch eigentlich ganz gut. Oh, ein Trecker. Nee, nee, wir holen uns ein richtiges Fahrzeug. Ich brauche was mit PS. Perfekt, da ist er. Okay. Ist unser Heli jetzt einfach verschwunden? Wo ist der Heli hin? Ach, dein Auto. Kümmere dich nicht. Dieses Spiel ist sehr verwirrend. Dieses Spiel ist verwirrend. So, wir kümmern uns aber kurz um die Flugabwehrlage, weil wenn wir öfter noch an dem Hotspot da rumlungern, dann wird mir das ehrlich gesagt zu anstrengend auf Dauer. Das immer zu befreien. Also hier mal irgendwie mich auf die Flugverbotsgeschichten irgendwie und... Hallo? Mich auf diese Fluggeschichten zu verlassen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, ich drück einfach weiter E. Okay, das fanden die nicht so gut. Hat aber funktioniert. Jetzt schnell hier weg. Ah! So, ganz einfach, ohne Gewalt. Wie in unserer Mission. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen nochmal, diese Amigo-Mission. Okay, Flugabwehranlage gefunden. Ich bin dafür, wir klettern da oben hoch und werfen so eine Spotting-Granate runter. Wobei, ich glaube, die ist nicht mal nötig. Ich guck mal erst mit dem Handy. Haben wir alle? Ja, ich glaube, wir haben alle. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Wo du gerade bei der Anlage bist, ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Wen? Sie heißt Gabriela und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriela nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. Okay. Ja, wir halten die Augen offen. Ich dachte gerade, darum wäre auch einer. Wir nehmen mal die Axt, weil die trifft ja immer angeblich. Und dann werfen wir jetzt eine Axt und noch eine Axt hinterher. Und das hat absolut nicht funktioniert. Super. Das war zu weit weg. Na gut. Dann bringe ich euch jetzt einfach alle um.
So. Drei haben wir schon mal. Dann haben wir nochmal vier. Ahnt noch nichts von seinem Glück. Ja, keine Ahnung, wo Nummer 5 abgeblieben ist. Werden wir auch schon noch finden. Macht sich bestimmt bemerkbar, wenn wir das Anlagenteil hier sprengen. Ah, es waren doch 5, oder? Nee, es waren 4. Und Nummer 5 war auf dem Pferd, ne? Das war das Ding. Und das Pferd ist ja weg. Das ist ja nur irgendwie komisch patrouilliert oder so. So. Schrott eingesammelt. Ah, noch eine Karte. Was haben wir hier? Ah, hier ist auch noch was zum Lesen. Fertigstellung der Flugabwehranlage Täterab. Denken Sie daran, dass dieser Posten neu eingerichtet wurde, weil er ein strategisch wichtiger Punkt ist. Sie wurden hierher entsandt, um die Interessen von Biovida in der Region zu verteidigen. Denn die Interessen von Biovida sind die Interessen unseres größeren, großen Präsidenten Anton Castillo. Zeigen Sie die entsprechende Hingabe, Ruhm für Yara und das Paradies, Admiral Benitez. Okay. Gut, danke fürs Uran. Guapo, du musst wieder Abstand halten, ne? Denk dran, mein kleines Krokodil. Sonst macht's gleich Boom Boom. Oh, das Pferd ist zurück. Dies lief doch alles ziemlich gut. Hier ist auch noch ein bisschen Loot. Und da ist auch noch ein Plakat, was wir verschandeln können. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Amigos-Dinger. Ja, Los Bandidos, so heißen die. Nicht Amigos. So, was ist das hier? Einfach eine Gefangenen-Geschichte? Ja, ne? Na gut. Wir nehmen das Pferd einfach, oder? Oh, was ist... Warum liegt das hier einfach? Ist das verwundet? Schläfst du? Auf! Okay, jetzt ist es aufgestanden. Huch. Boah, ich und die Pferdesteuerung, ne? Entschuldigt. Oh, ist noch ein ganz schönes... Ah, nee, ich dachte gerade, wir wären hier. Ich dachte schon, das wäre noch ein ganz schönes Stück, aber alles gut. 300 Meter schaffen wir auch zu Pferd. Ja. Oh, ich hatte gehofft, wir sehen nochmal ein Ananasfeld. So, da ist die Biovida-Anlage. Da sind auch schon die Posten, die das Ganze hier bewachen. Wir suchen uns da mal einen anderen Weg hinein, würde ich sagen. Natürlich nicht ohne die beiden zu spotten. Es gibt wie immer ein Loch im Zaun, oder? Darauf verlasse ich mich jetzt einfach mal. Huch. Fotos machen. Durchsuche die BVD-Anlage nach Hinweisen. Mit X kannst du dein Handy herausholen. Nimm dein Ziel ins Visier und mach ein Foto mit der Maustaste. Ja, okay, das kriegen wir hin. Erstmal brauchen wir ein Loch am Zaun. Ja, oder eine Tür im Zaun. Das ist auch okay. Wir gucken mal noch nach anderen Spots. Ah, da oben, das Türmchen sieht gut aus. Das Türmchen sieht sehr gut aus. Ah, das ist, glaube ich, doch das auf ihrer Anlage. Okay, ich dachte gerade schon. Ich habe mich schon gefreut. Ah, wartet mal. Hab ich da mit dem... Nee. Ich hatte gehofft, irgendwie den Alarm spotten zu können von hier aus. Leider nein. Für ein roter Rauch. Ah. Das ist ja praktisch. Wir haben einen Sunny. Hier ist einfach der Zaun zu Ende. Das geht natürlich auch. Okay, dann hoch da. So. Ah, perfekte Aussicht hier. So.
Okay. Ich glaube, zumindest hier alles in der Nähe haben wir schon gespottet. Aber ich guck trotzdem mal. Hm. Ist noch eine Kamera. Okay. Gut, dann können wir ja erstmal hier den Alarm bequem ausschalten. Der Alarm muss weg. So. Ja, der Alarm da hinten, das wird eine andere Nummer. Aber wir kümmern uns ja auch erstmal hier drum. Oh, wenn der jetzt einfach ins Wasser fällt, wenn wir ihn erschießen, ne? Das wär's. Fall ins Wasser. Ja! Supi. So, den können wir von hier aus nicht erwischen. Also, ja, halt hier in den Hals, aber ich weiß nicht, ob das ein sicherer Kill ist. Das lassen wir also lieber. Ja, wir gucken mal, dass der hier noch ein bisschen vielleicht sich irgendwo hinbewegt, wo er nicht gesehen wird. Dann konnten wir den auch schon mal ausschalten. Dann haben wir noch hier jemanden stehen. Okay. Den da an der Tür. Da ist noch jemand. Da auch. Okay, der bewegt sich noch weiter weg. Das heißt nicht hilfreich. Hm, wobei, dann kommen wir ja schon mal auf das andere Gebäude rüber. Hui. So. Oh oh. Das gehört. Quapo, mach keinen Quatsch. Quapo, mach keinen Quatsch. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Bleib mal hier oben. So. Okay, wir gehen jetzt hier einfach die Leiter, die Treppe runter. Die ist da unten irgendwo am Rundturn. Spannung steigt. Mal gucken. Ist das unter Wasser? Was zur Hölle ist in diesem See? Ah, sie kommt wieder. Wundert sich auch gar nicht über die Bewegung vom Wasser. So, die ziehen wir jetzt hier natürlich auch direkt mit rein. So. Okay, wir haben das Wasser abgelassen. Alter. Okay. Carajo, ich glaube, mir wird schlecht. Castillo, du beschissenes Monster. Ich brauche mehr Bilder. Oh. Oh, 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 oh. Ah, wir hatten Glück. Schnappen wir uns den Sunny, wenn er um die Ecke kommt. Nö? Ich glaube, ich drücke die Taste immer einen Hauch zu früh. Aber egal. Funktioniert ja. So. Ah, da ist noch ein Reiter. Okay, aber das reicht noch nicht an ekelhaftigen Fotos. Ich verstehe. Ja, kein Problem. Wir können bestimmt auch noch mehr machen. So. Was haben wir hier hängen? Nachricht des Vorarbeiters. Ich will keinen Namen nennen. Arco. Aber da irgendwer dafür verantwortlich sein muss, dass der Wasserstand zu niedrig war und jeder Aasfresser in Jahre an den Leichen knabbern konnte, bin ich gezwungen, diese Mahnung zu schreiben. Wenn ihr den Kontrollraum verlasst, stellt sicher, dass das Druckventil geschlossen ist. Geschlossen bedeutet, das Wasser bleibt oben. Offen bedeutet Überraschung, das Wasser fließt nach unten. Ich kann nicht glauben, dass ich das buchstabieren musste. Danke, Marco. Okay. Ja, ihr seid eklige Menschen. Gut, gucken wir mal weiter. Da ist jemand, aber der sieht uns von dort aus nicht. Ah, das sind die Käfige für die Parias, also die Hilfsarbeiter. Nennen wir das mal. Aber wofür? Ah, ich weiß wofür.
Ich meine, es steht da buchstäblich. Parias. Lesen, ne, Dani? Wer lesen kann und so. Da. Ja, hier geht's rein. So, ich weiß nicht, wo wir die Leiche ablegen. Ist mal hier in die Ecke vielleicht. Das muss Gabriella sein. Bericht des Sanitäters, Testperson Testperson 34 weiblich. Es ist schwer zu sagen, aber die starken inneren Blutungen auf die Behandlung oder auf die kürzliche Fehlgeburt zurückzuführen sind. Muss sofort zum See in Paria Zone 3 gebracht werden. Mhm. Alter. Was tun die diesen armen Leuten an? Ich brauche mehr Bilder. Kranke Scheiße. Testperson 87, männlich, Tag 13. Die Tumore wurden vollständig eliminiert. Das Blut des Patienten weist jedoch tödliche Toxizitätswerte auf. Mhm. Bringt das was, die jetzt noch weiter zu fotografieren? Nee, ne? Hier sind wir jetzt durch. Schwer krank. Ja, lesen wir doch mal den restlichen Bericht. Testperson 323, weiblich, Tag 3. Die Lähmung breitet sich vom linken Arm der Person über die gesamte untere Körperhälfte aus. Organversagen steht bevor. Sollten so schnell wie möglich zu Paria Zone 3 am Wasser transportiert werden. Mhm. Testperson 267, männlich. Der Patient hat auf das letzte Behandlungsprotokoll überaus schlecht angesprochen. Er leidet unter schweren Hautirritationen, starkem Herzklopfen und schwallartigem Erbrechen. Das ist es, was Sie mit all den Parias machen? Testperson 285, männlich. Gestern zeigte die Testperson noch drastische Anzeichen einer Verbesserung. Heute leidet die Testperson unter einer völligen Blindheit und Blutung in der Lunge. Wir rechnen damit, dass in binnen 48 Stunden ein Transport zur Paria Zone 3 am Wasser angezeigt ist. Testperson 309, weiblich. Die Patientin hat nicht gut auf die Behandlung reagiert. Die letzte Untersuchung ergab Halluzinationen, transiente globale Amnesie und einen totalen psychotischen Zusammenbruch. In der letzten Nacht kam es zu Herzversagen. Mhm. Ja. Gar nicht krank oder so, die Scheiße hier. Ist ein bisschen sehr extrem, oder? Also ich meine, es ist jetzt ja nichts Neues, aber... Andersrum. Wir wurden gesehen. Uns jemand hinterher. Nee. Ist immer so eine Sache, wenn Leute denken, sie stehen auf der richtigen Seite der Geschichte und gleichzeitig Leute umbringen, ne? Das ist immer so ein kleines Warnsignälchen, würde ich sagen, ja? Wenn ihr Totenköpfe auf euren Mützen habt, dann seid ihr vermutlich die Bösen in der Geschichte. Wasserbericht. Die Toxizität des Wassers um Paria Zone 3 herum hat den bisher höchsten Stand erreicht. Wenn wir die Leichen weiterhin dort hineinwerfen, sind alle flussabwärts gelegene Dörfer gefährdet. Wir werden entweder die Testergebnisse frisieren oder eine andere Lösung für dieses Problem finden müssen. Mhm. Ich habe da ein paar Ideen. Hoffentlich hat das jetzt keiner gesehen. Nee, sieht gut aus. Die Leiche sollten wir vielleicht auch einen Hauch verstecken. Guck mal her, ey. Wenigstens einmal... Seit langem kriege ich mal wieder eine sneakige Mission hin. Hm? So. Mach's gut, Leiche. Wenigstens ist unsere Waffe schön bunt.
Also hier irgendwo direkt soll ja jemand sein. Hier ist ein roter Punkt, aber ich sehe niemanden. Wo habe ich die Kamera? Kriegen wir schon mal aus? Ah, die Kamera war der rote Punkt. Okay. Aha. So, ich schmeiß noch mal eine Spotting-Granate, weil da ist noch ein bisschen roter Nebel, den ich loswerden möchte. Perfekt. So, kommen wir hier irgendwo rein. Nicht rauchen. Ah, nee, ich fürchte, hier braucht man einen Schlüssel. Notiz des Sanitäters. Hey, Federico, du hast deine Zugangskarte verloren. Ich habe sie im Dreck gefunden. Komm her, wenn du sie zurückhaben willst. Ich bin in der Nähe von Serverraum B02. Tja, dann müssen wir wohl zu Serverraum B02. Keine Ahnung, wo der ist. Wir laden mal nach. Hier irgendwo lang. Ich habe auf jeden Fall den Alarm piepen, aber hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Und da ist jemand. Guck mal, ob wir die Personen hier hinlocken können, irgendwie. Vielleicht. Ich probiere es mal mit der Axt. Funktioniert. Wer hatte jetzt hier den guten linken Haken? Okay, nee, die konnte das da gar nicht sehen. Ich glaube, die Wand geht hier drumherum, oder? Ja, okay. Dann können wir ihn hier einsammeln. Seit langem sieht es tatsächlich mal wieder nach einer erfolgreichen Schleichmission für mich aus. Wenn sie jetzt nicht eine der Leichen finden. Was zugegeben nicht so unwahrscheinlich wäre, ne? So, da sind unsere zwei Ingenieure. Aber wir könnten hier hochklettern. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber wir machen es einfach mal. Probieren es einfach mal aus. Ne, also einen Zugang vom Dach sehe ich nicht. Wir könnten uns jetzt aber vielleicht auf sie runterfallen lassen, ne? Das wäre doch vielleicht eine nette Note. Ich weiß leider nicht, wie das geht. Beim letzten Mal bin ich ja einfach auf die Person runtergefallen und es hat irgendwie funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob wir das wieder riskieren sollten. Andererseits, was haben wir zu verlieren, ne? Okay. Das funktioniert. Ja, ich mach mal den Alarm aus. Das funktioniert ja hier alles noch richtig gut, ne? So, ein bisschen Teile mitnehmen. Die Leiche tragen wir mal hier weg. Ist hier vielleicht etwas prominent? Wir gehen mal da hinten zu der anderen Leiche. Dann können wir. Stimmt, wir können ja dann hier eh zurückgehen, ne? Wir haben ja jetzt die Schlüsselkarte. Wir brauchen ja gar nicht den Serverraum dafür. Oh, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist noch ein Alarm über? Ich habe kein gutes Gefühl an diesem Ort. Das Licht ist an. Ich frage mich, ob jemand zu Hause ist. Hier drinnen ist, glaube ich, niemand. Praktischerweise. Okay, Medikamente. Kiste. Die Geräusche kamen von da drin. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was wir finden sollen. Wir sammeln natürlich erstmal hier alles ein. Hier ist auch noch was. Wir haben ja gehört, Medizin ist das A und O.
Naja, wir sollen wahrscheinlich hier in die Mitte nochmal rein. Pariazone 1, okay. Weiß ich nicht, ob ich da rein will. Was für unmöglichen Orten verstecken die denn bitte Medizin? Mich hier rein? Nee. Ich will da nicht rein, Leute. Oh. Dieser ganze Krebsbehandlungsschwachsinn. Was tun Sie diesen Leuten an? Das sollte reichen, um Lorenzo zu überzeugen. Hoffentlich. Alter, ich würde da jetzt gerne rein und die Leute befreien. Das irgendwie geht. Hey Tigre, ich hab die Bilder. Du glaubst nicht, was sie unseren Leuten antun. Es ist schrecklich. Oh, ich kann es mir vorstellen. Aber wir müssen Lorenzo überzeugen. Und was ist mit Gabriella? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist tot. Das dachte ich mir schon. Okay, bring die Fotos zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass Lorenzo aufwacht. Ach nee, wir gehen nicht da nochmal hin. So sensationsgeil bin ich dann auch nicht. Gut, wir bringen hier aber noch alle um, oder? Der Ordnung halber. Buenas noches. Der inoffizielle Weiterverkauf von Waren ist verboten. Alle Produkte, inklusive Benzin, Baumaterial und medizinische Vorräte, dürfen nur von eingetragenen Unternehmen verkauft werden. Irgendwo hier ist es doch. Da. Anfrage von Flugabwehranlagetäter. Die Bauern in Campo de Sabana. Achso, das ist das jetzt, die sich gegen die Anlage widersetzen. Das haben wir schon mal gelesen. Nachricht auf bedrucktem Papier. Diese verfickte Satellitenstation macht Einsatz 10-mal schwieriger. Dieses Ungeheuer ist der Schlüssel zu einem fortschrittlichen Kommunikationsnetzwerk und gleichzeitig leicht anzugreifen. Die Station liegt weit ab vom Schuss und ist nicht voll besetzt. Wenn du abenteuerlustig bist, geh in den Nordosten von Sierra Perdida in die Nähe des Rahe Plateaus. Wenn wir diese Basis einnehmen, haben wir El Este schon halb befreit. Mhm. So, dann schnappen wir uns noch hier die zwei Freunde. Las fronteras seguras protegen la identidad de Yara. Todos los pedidos de viajes, ambos domésticos e internacionales, deben ser aprobados. Oh, der Reiter, kommt der jetzt hier lang? Es una infracción criminal. Planifiquen correctamente para evitar un viaje estresante. So. Okay. Immerhin haben wir die Station geklärt. So, ich gebe natürlich mit euch noch die Quest ab. Und dann machen wir hier eine schöne Rundum-Aktion raus. Nö, so viel Zeit muss dann noch sein. Wir haben eh schon Überlänge. Das schadet ein bisschen mehr auch nicht. Wir waren nur Kinder, El Tigre. Lorenzo, ich habe Fotos von dem Ort gemacht, den Honron erwähnte. Man muss wischen. Nach links. Sehen Sie frei für dich aus? Mierda. Das ist das, wogegen Libertad und La Moral kämpfen. Man kann uns dafür hassen, aber wenigstens tun wir was. Niemand hat das verdient, Lorenzo. Das passiert überall in Yara. Das kriegst du nur von diesem Berg aus nicht mit. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe nicht für Castillo gestimmt. Der Krieg ist vorbei. Das war Zeitverschwendung. Está bien. Du hast ihn erschüttert. Ich brauch wohl noch ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten, ne? Wo wir von Verarbeiten reden. Die Zeit könnt ihr euch jetzt auch nehmen. Bis zum nächsten Mal. Glück auf!